Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen, es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem 11-jährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.